Eines gleich vorweg. Es war am Ende ein Kopf-an-Kopf-Rennen, bei dem auch dieses Jahr wieder Smolinski die Nase vorkat hatte. Vor dem Finallauf stand folgende Punkteverteilung auf dem Zettel. Smolinski startete mit 20, Kat mit 17 Punkten in das letzte Rennen. Nachdem beim Grasbahnrennen das Finale nicht direkt über die Stockerplätze entscheidet, sondern die Punkte aus den Vorläufen mitgenommen werden, müsste Kat dieses Rennen also für sich entscheiden, Smolinski maximal Vorletzter werden, um die Plätze noch zu tauschen. Eine dieser beiden Bedingungen traf auch ein, die andere nicht. Kat gewann zwar das Finale, Smolinski ging aber dicht dahinter ins Ziel, entstand also an Punkten Kat 22 und Smolinski 24 und damit zum 7. Mal in Folge Gewinner des Kristallhelms. Ich habe darauf hingearbeitet, ich muss aber wirklich ein dickes Kompliment an den Veranstalter sowie aber auch an meine Konkurrenz aussprechen. Sie haben mich wirklich hier sehr, sehr stark gefordert. Ich habe wirklich sehr hart kämpfen müssen. Es war nicht einfach für mich heute, aber ich meine, das Endergebnis zählt und ich habe im letzten Lauf ja leider einen Punkt abgegeben gegen Stefan Katter und ich glaube, er hat sich riesig gefreut und ich konnte nicht mehr überholen. Ich habe zwar alles daran versucht, aber es hat mir wieder persönlich riesig Spaß gemacht, heute hier in Willingen vor Ort zu sein. Ich meine, Smolly ist eine perfekte Linie gefahren, der ist ein geiles Rennen gefahren, der hat es verdient gewonnen. Und im Endeffekt fehlten 2 Punkte nur. Aber für mich selber persönlich war es eine super, super gute Veranstaltung. Dem Veranstalter, dem ganzen Publikum, riesen Dank. Ich habe einen mega Spaß gehabt. Normalerweise befinde ich mich auf Rennbahnen quer durch Europa, bei Weltmeisterschaften, Europameisterschaften. Und so ein Rennen hier, so ein offenes, das zieht mich hierher, weil die ganze Atmosphäre stimmt. Und im nächsten Jahr werde ich aber trotz allem wieder alles daran setzen, doch zu gewinnen. Das ist doch mal eine Ansage. Vielleicht klappt es ja bei der 30. Auflage im nächsten Jahr mit dem Sieg für den Cupman. Nicht nur die beiden Sieger zeigten sich nach dem Rennen zufrieden, auch der Veranstalter selbst hatte nichts auszusetzen. Ja, ich meine, mit so einem Tag kann man nur zufrieden sein. Es hat alles gepasst, kein Unfall. Die Bahn war super, das Wetter war hervorragend. Wir hatten jetzt 2 Jahre in Folge so eine Hitze, dass die Zuschauer gestöhnt haben und natürlich die Fahrer noch schlimmer in ihren Anzügen. Aber es war rundum eigentlich eine schöne Veranstaltung, gut für alle. Ja. Trotz all dieser positiven Aussagen bleibt dem Veranstalter ein kleiner Wermutstropfen, nicht allerdings das Rennen an sich betreffend. Man hört das ganze Jahr, schöne Veranstaltung, schöne Rennen oder auch andere Vereine. Vereinsleben ist wichtig, Vereinsleben ist gut, aber man muss doch leider sagen, letztendlich, wenn man irgendwo mal ein Schild aufstellt, hier geht es zur Rennbahn oder hier ist dies und das, dann muss es entfernt werden. Wir hatten schon mit der Polizei Schwierigkeiten im Landkreis Rottal-Inn. Wir mussten schon Schilder in unserem Landkreis entfernen. Und ich finde, das ist nicht unbedingt etwas, was einen aufbaut. Die Schilder sind am Montag wieder weg, werden am 2 Tage vorher aufgestellt. Das könnte man doch einmal ein Auge zudrücken und sagen, okay, der Verein, der braucht es. Wir müssen ja die Leute anlocken irgendwie. Auch wenn es im Vorfeld zu solch kleinen, nennen wir es mal, Unerfreulichkeiten gekommen war, die Fans des Motorradsports fanden trotz fehlender Schilder auch in diesem Jahr wieder den Weg nach Willingen. Was viele allerdings wohl nicht wissen. Ich bin Anfang des Jahres auf Java-Motoren umgestiegen. 98% der Fahrer, fast sogar 99% der Fahrer in der Weltspitze fahren eigentlich, oder ich will mal sagen 100% in der Weltspitze, Top 30 von allen mit einem italienischen Hersteller. Ich bin der Einzige, was auf Java umgestiegen ist. Und daher ist es für mich im Moment gar nicht so einfach. Es hat seine Grund, warum alle Fahrer italienische Motoren fahren. Aber wir arbeiten sehr, sehr hart und ich glaube, die letzten Wochen hat mein Team sehr gut gearbeitet und auch meine Motorentüren und alles hinter mir, dass wirklich wir schon langsam dahin kommen, wo wir hinkommen wollen mit den Motoren. Es ist im Moment als Pionier, sage ich mal, nicht einfach. Ob die Nummer 84 diese kleinen Probleme noch weiter bereinigen kann, das sehen Sie demnächst beim AC Landshut oder spätestens nächstes Jahr bei der 30. Auflage des Willinger Grasbahnrennens.